Hallo ihr Lieben, willkommen zur zweiten Folge vom Deutschland Aber Upgrade. Es hat mich erneut an die Sieg verschlagen, und zwar nach Betzdorf an der Sieg. Und wie schon bei Wissen an der Sieg, auch hier war ich jetzt seit 10 Jahren nicht mehr und ich sehe auch schon lauter Veränderungen hier. So, erstmal muss ich mich entschuldigen. Das erste Video ist anscheinend nicht so gut gelungen, wie ich es erwartet habe, weil ein paar viele Wackler, weil ich habe das versucht mit dem Smartphone zu filmen, weil ich will den Bus ja nicht nur filmen, sondern auch fotografieren für mich persönlich. Und da waren auch so ein paar andere Formfehler irgendwie drin. Also er hat da wohl nicht immer das Richtige gesagt. Ich versuche die heute zu vermeiden. Wir sind heute hier in Betzdorf an einem schönen sonnigen Tag, weil wir haben ja auch Sommer und es soll noch sommerlich sein. Ich bin gerade hier zur rechten Zeit hier reingeplatzt. Hier sind überall schon die Schüler, die Feierabend haben. Feierabendschule aus haben, Entschuldigung. Hier sind auch lauter moderne Busse hier leider. Aber gut, ja, vor 11 Jahren war es noch ein bisschen anders hier. Da fuhr noch SL202 auf Linie, da fuhr so noch irgendwelche anderen MAN-Hochflur und O405 und alles, aber die Zeiten sind vorbei. So, ich will mir Überblick verschaffen, wie schon gestern auch, bei Wissen an der Sieg. Jetzt wird Zeit, sich bei Betzdorf an der Sieg ein bisschen Überblick zu verschaffen, aber was ich jetzt schon sehe, ja, sieht schon mal nicht gut aus. Also ich mache kein so besonders langes Video. Die Züge werden natürlich auch noch dazukommen, weil hier fährt auch die Hessische Landesbahn. Auf dem RE9 natürlich noch die DOSIS mit 146.0. Das sind jetzt die alten noch in NRW, wo überhaupt die 146.0 noch fahren. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich drehe jetzt mal die Kamera. Dann seht ihr nämlich, da ist nämlich der Busbahnhof. Jo, und da sind wir schon. Gut, ne? Sieht leider sehr neu aus alles. So, ein Problem, was ich jetzt gerade habe, ist, der Akku von der Kamera ist nicht mehr so frisch, das heißt, der wird bald ausgehen. Werde ich also doch mit dem Smartphone weitermachen müssen. Und ich versuche so wenig wie möglich zu sprechen, weil sich das blöd anhört. So. Aber wir können uns trotzdem mal angucken, was hier so gibt. Also sehr modern geworden in den letzten 10 Jahren. Vor 10 Jahren, da war es noch fast schon antiquar mit dem Busverkehr. Und heute, ja. Und natürlich alles verschiedene Linien. Alle Linien reformiert. Also sehr einheitlich mittlerweile. Schade eigentlich. Mal schauen. Das Smartphone weiter. Ich hätte einen frischen Akku mitnehmen sollen. Das habe ich leider versäumt. Es tut mir leid. Also beim dritten Video bin ich ja noch schlauer. So, das hier ist Westfalenbus. Entschuldigung, Westerwaldbus. Das da vorne anscheinend auch. Der gerade wegfährt auf der 291. Ja, ist es auch. Also wie gesagt, früher war das Westerwaldbahn. Die Westerwaldbahn gibt es noch, aber den Busverkehr haben die halt umgeändert, also eine eigene Sparte, das dann halt Westerwaldbus heißt. Oh, und da steht Dardetalbahn drauf. Ist das jetzt wirklich Dardetalbahn? Dann ist auf jeden Fall, oh. Ja, das ist auch nice, der ist noch wohl durch die Lappen gegangen, leider. Dardetalbahn als Bus. Mal schauen. Ich weiß nicht, wo der jetzt hinfährt, ich gehe mal aus dem Weg. Upsala. Scheiße, oh. Okay, jetzt wissen wir, wo der hin ist. Alles klar. Ne, ist Westerwaldbahn. Scheiße, zu spät abgedrückt. Scheiß Technik, ich hasse die Scheiß Technik. Ich brauche unbedingt ein neues Smartphone. Das wäre ich irgendwann wahnsinnig. Ich hasse dieses Drecks-Smartphone wie die Pest. Immer nur so eine Scheiße hier. So, jetzt steht leider kein Bus mehr am Busbahnhof. Müssen wir also eine Runde warten. Ja, Westerwaldbus ist hier sehr häufig vertreten, also wie kein zweites Unternehmen. Das dachte ich mir auch schon. Wir gucken uns mal an, wie es denn aussieht mit den Verkehrsbetrieben. So, hier haben wir natürlich die Westerwaldbus, klar, 271. Müsste früher mal die 8401 gewesen sein. Fährt zur Westerwaldschule. 13.35 Uhr war die letzte Fahrt. Ja, habe ich verpasst. Passiert. So, wie geht's weiter? Ah, Moment. Es gibt ja doch noch Hoffnung.
So, fährt sogar nach Elkenroth. Oh, Elkenroth hat mittlerweile zwei Haltestellen. Früher war es nur eine einzige, die hieß auch nur Elkenroth. Ja, also das war früher mal die Linie 8401, kann ich euch mal zeigen. Ich habe da ein altes Fahrplanheft davon. Das habe ich von 1999 und da werdet ihr mit den Ohren schlackern, wie das konträr zu heute aussieht, 20 Jahre später. So, und was auch eigentlich mehr oder weniger neu ist, dass es hier einen Nachtverkehr gibt. Das gab es vorher noch nicht. So, der Nachtbus ist auch von der Westerwaldbus. Also Westerwaldbus ist hier absoluter Platzhirsch. So, auch zur Westerwaldschule. Die 270 war früher mal, glaube ich, die 8400 und fährt nach Hachenburg. Warte mal, nach Hachenburg? Das weiß ich jetzt nicht, aber das werden wir auch nicht ausklamüsern. Ja, also 270, 271 sind zwei Linien. Da vorne sehe ich die 291, die wohl auch zur Westerwaldbus gehört. Oh, ja, jetzt kommen wieder ein paar Busse. Gut. Wisst ihr was? Bevor ich jetzt alles ablaufe mit euch, gehe ich nach oben, werde jetzt mal ein paar Fotos machen, vielleicht noch ein paar Videos, weil es sieht aus, als geht es gleich wieder los. Von der Brücke hat man auch einen ganz guten Blick, auch auf die Eisenbahn. Einmal hier und einmal hier. Hier geht es in Fahrtrichtung Siegen, also wieder nach NRW zurück. Und hier geht es in Fahrtrichtung ja, auch einer Sieg und dann halt Köln und dann halt der Rhein-Sieg-Kreis, ne? So. Also alles machbar hier. Oh, der Zug fährt. Wollt ihr ihn drauf haben? Ja. Dann kriegen wir hin. Das kriegt man schon hin. Naja. So, die Hessische Landesbahn. RB90 nach Siegen Hauptbahnhof. Ja, mit der Sonne ist ein bisschen blöd. Also wie der Schatten steht und wie die Sonne steht, das ist etwas konträr, leider. So, aber ansonsten, hier kann man auch was erreichen. Ich mache jetzt mal ein paar Fotos. Also bis gleich. So, das hat nichts mit dem Alsdorf in Aachen zu tun, sondern das ist hier irgendwo, aber keine Ahnung wo. Ich erinnere mich noch, als ich gestern in Wissen an der Sieg im Norma war, da stand nämlich auch Alsdorf drauf und ich habe zuerst gedacht, ist es das bei Aachen gemeint? Nein, das ist natürlich hier in der Ecke gemeint. Meine Lieben, also ich habe mir jetzt mal Überblick hier verschafft und ich muss sagen, dass ich ziemlich dunkel bin. Nein. So, jetzt sieht man alles. So. Und ich muss sagen, es gibt hier wirklich nur einen einzigen Betrieb, der hier alles hier, die ganzen Linien hier hat. Und das ist die Westerwaldbus. Die hat tatsächlich jetzt alles hier gekriegt. Martin Becker ist hier auch nur im Auftragsverkehr. Warte mal, Martin Becker ist hier. Der hier. Der fährt auch nur als im Auftrag für Westerwaldbus. Also die haben hier, die sind groß geworden. Richtig big sind die hier. Big in Betzdorf. So, die haben hier die Linien 270 bis 273, was früher die Linien 8400 bis 8403 waren. Dann gibt es noch Nachtexpress-Linien N71, glaube ich. N72, N73 habe ich hier gesehen. Dann gibt es noch die Linien 290 bis 295. Und dann gibt es noch eine abweichende Linie, die 278. Wobei, was, man, die hat doch jemand anders mal gehört. Die fährt doch mal nach Kürzenthal, glaube ich. Oder vertue ich jetzt irgendwie. Aber ich meine, dass die in Wissen fährt. Und auch hier, aber ist egal. Also komplett nur Westerwaldbus. Tja, Monopolstellung würde ich fast sagen. Ja, kann ja mal vorkommen. Gut. Wie es aussieht, wird ja das Video ein bisschen kürzer ausfallen. Und es kommt ein Hamster. Ja, mal gucken, wie es noch weitergeht, ob es noch irgendwas kommt oder ob es hier auch schon wieder Schicht im Schacht ist. Ansonsten fahre ich gleich nach Kirchen an der Sieg rüber, weil es dort ein Kaufland gibt. Und wenn es was Interessantes zu berichten gibt, werde ich natürlich auch noch dabei sein. Aber ansonsten, wie es aussieht, ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also in 10 Jahren verändert sich echt viel. Ja, mal gucken, wie es weitergeht.
Oh, der sexy Typ auf der Werbung bei Molzbad, Molzbergbad. So, AKWB 141. Die sollen hier angeblich NL 363 haben laut Auto, Autotrans, laut Fototrans. Ich habe jetzt leider keine einzige Win gesammelt. Also mal gucken. 646 und hier kommt noch eine. Brauche ich die. So, da muss jetzt Daten draufstehen. Scheiß Sonne, ist alles viel zu hell heute. Besser irgendwie. Das ist jetzt irgendwie besser, keine Ahnung. Hier haben wir die Hessische Landesbahn wieder mal. RB 96 nach Neunkirchen. Die müsste auch an der Saar sein. Auf jeden Fall im Bereich Siegen liegt das irgendwo. Nicht zu verwechseln mit Neunkirchen an der Saar. Da gibt es nämlich auch irgendwo eins. Ja, so sieht die ganze Sache dann aus. Weber ist Westfalenbahn. Nur zur Info. Nice Sache hier. Hier ist erste Klasse, hier darf man nicht hin. Okay. Jetzt haben wir es mal angesehen, Vorsichtstufe. Ich schalte nicht zu. Bahnhof Windweide. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal Feierabend hier. Jetzt haben wir schon so gut alles gesehen. Das ist die Dreiländerbahn hier bei mir im Hintergrund. Dahinter ist Westfalenbahn, also nein, Westerwaldbahn mit der Dadetalbahn. Ich war jetzt eins weiter nach Kirchen am Sieg, da wird es wahrscheinlich nicht mehr viel geben. Ja, ich will nur zum Kaufland noch mal geben. Zum Schluss sieht man noch Betzdorf hier hinter mir. Seht ihr hier? So, und bei der dritten Folge geht es nach Altenkirchen. Und ich denke mal, die vierte Folge wird dann in Neuwied sein, so viel kann ich schon mal sagen. Also, bleibt mir gewogen und bis bald.